Hallo, hier ist Chichi, die Giraffe. Ja, ihr Lieben, heute habe ich mich ein bisschen dunkel angezogen. Die Chichi wollte nicht, die wollte nicht in meine Fußstapfen treten. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich bin von diesem ganzen Alltag gefrustet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es läuft manchmal total den ganzen Tag alles schief. Ja, Gigi, so ist das. Da geht man zum Einkaufen, zum Bäcker. Ja, will mal schnell ein paar Brötchen sich eintüten lassen. Was ist? Eine Schlange vor einem. Man fasst es nicht. Als hätten alle Leute dieselbe Idee. Ja, endlich kommt man dran. Und wie siehe da, der vor einem war, hat schon die letzten Kornbrötchen genommen. Tja, da muss man sich was anderes reinmampfen. Oh nee, es ist manchmal entsetzlich. Ja, und dann den ganzen Tag die Arbeit im Haus. Wenn der Schatzi dann endlich heimkommt und man die Böden alle geputzt hat und ihn so darum gebeten hat, bitte zieh die Schuhe aus. Du weißt, mir fällt es in meinem Alter schwer. Ja, da leg ich Wert auf mein Alter, Leute, sonst natürlich nicht. Oh, was macht der? Der rennt mit seinen knasigen Schuhen durch die Wohnung. Was muss man machen, wenn man gewissen Ordnungssinn hat? Gell, Chichi, wieder putzen. Ja, und dann will man mal zusammen Fernsehen kicken. Was will der? Fußball oder Boxen? Was interessiert mich Boxen, ob da einer einen K.O.-Schlag kriegt und dann die Sterne sieht? Die sehe ich sowieso bei meiner Arbeit jeden Abend von meiner Terrasse noch. Ja, und da muss man wieder in sich halten. Man muss zurückstecken. Überall muss man zurückstecken. Ja. Nur beim Finanzamt nicht. Die kassieren mit immer neuen Ideen uns ab. Hast den Campingbus? Willst du mal in die Landschaft fahren, weil die Hotels ja auch nicht mehr so günstig sind? Ja, da brauchst du diese grüne Scheibe vorne. Ja. Da musst du das wieder besorgen. Da geht's nicht um 1 Euro, da geht's um zig Euro. Ja. Manchmal ist man mittags so fertig, da will man sich einfach nur hinlegen. Ja, ich hab mir jetzt was besorgt, Leute. Ihr werdet es gleich verstehen. Das seh ich gleich. Ja, und dann macht man mal endlich sein Mitternickerchen. Da geht es bim, 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 bim. Ach, da ist wieder einer da, der irgendwas haben will. Oder der Komat. Da muss man natürlich, und da sind wir, die Gigi und ich, aufgeschlossen sein. Aber das geht einem manchmal auf den Keks. Wisst ihr, was ich jetzt gemacht hab? Ich hab mir einen Knopf von dem Elektriker einrichten lassen, den drück ich und dann geht meine Klingel nicht. Nachteil ist, wenn mir einer mal ein schönes Paket mit schönen Büchern schickt, dass ich die gar nicht in Empfang nehmen kann und meine Nachbarin dann abends an der Tür klopft, bup, 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 man kann sie nicht mehr erreichen. Ich glaube, ihre Klingel ist kaputt. Die müssen sie mal anstellen. Ja, so geht das, Leute. Von morgens bis abends. Nee, manchmal haben wir keine Lust mehr. Und deshalb haben wir uns ein bisschen dunkel angezogen. Jedenfalls ich. Weiß nicht, wie es euch manchmal geht, auch wenn ihr irgendwie einen Pass haben wollt, was man da zahlen muss. Und dann darf man ja bei diesem Foto auch nicht lächeln, was der Fotograf aufnimmt. Man muss sich schräg setzen, so dass man richtig alles im Profil sieht. Ja, Leute, es ist furchtbar geworden. Nee, manchmal haben wir keine Lust mehr. Ja, vielleicht könnt ihr uns
mit was Schönem aufrichten. Wir haben uns jedenfalls, seht ihr, da wird schon wieder dunkel bei uns, was gekauft. Und zwar, weil wir lange keine Blümchen gekriegt haben, haben die Chichi und ich uns hier ein paar Röschen geholt. Die wollten wir auch euch mal zeigen, für die Leute, die so gefrustet sind wie wir. Und was ist dann? Kommt der Abend, kommt die Nacht, ist das Gehirn total wach von all dem, was einem durch die Birne zischt, von einer Ecke in die andere. Und dann hat man noch die Schlafstörungen, ja. Keine Tabletten nehmen, Leute, man wird süchtig. Mancher muss dann eine Entzugskur dieser Tabletten machen, wir wissen das. Naja, und wenn man dann zum Arzt geht und will mal ein bisschen behandelt werden, hat er sowieso keine Zeit. 3 Stunden muss man da warten. Nee, Leute. Manchmal möchten wir, dass alles friedvoll und schön auf der Erde abläuft. Ja, in der Politik brauchen wir ja nichts zu sagen. Die Gigi ist schon fertig. Da rollen dauernd die Doktorenköpfe. Der eine kommt, der andere geht. Kaum ist der eine da, da wird schon alles überprüft. Mit seinen Auszeichnungen, dann stimmt immer was nicht. Ist, ob das so wichtig ist, Leute. Wichtig ist doch die Person, der Mensch, die Beziehung. Ja, wir brauchen auch mal ab und zu was Liebes. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja auch mal ein Video schicken mit schönen Dingen. Bis dann mal. Und lasst euch nicht in diesen Frustzug von der Gigi und mir ziehen. Seid fröhlich, seid heiter, genießt das Leben. Tja, manchmal ist es aber nicht einfach. Tschüss.